111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 15 Minuten unter uns hier im Radio und dann schaltet sich das WDR-Fernsehen dazu. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt verbotene Liebe. Habt ihr zurzeit eine sogenannte verbotene Liebe am Laufen oder habt ihr mal so etwas erlebt? Liebe, die ja gesellschaftlich nicht so angesagt ist. Vielleicht eine Liebe zu einem Vorgesetzten oder vielleicht die Liebe zu einem Priester oder zur Stiefmutter. Führt ihr vielleicht ein Doppelleben? Seid ihr verheiratet? Ihr, die Männer, und habt vielleicht nebenher noch eine schwule Beziehung? Was auch immer. Oder verbietet man euch, einen Menschen, einen bestimmten Menschen zu leben? Also es gibt viele Beispiele. Thema verbotene Liebe. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht bei mir hier im Radio. Nadine, 20 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Verbotene Liebe. Ja. Hängst du in so einer Liebe drin im Moment? Im Moment ist gut, seit 6 Monaten. Seit 6 Monaten. Was ist denn das genau? Ich bin seit 6 Monaten mit meinem Vorgesetzten, also mit meinem Chef zusammen. Mhm. Klassischer Fall. Ja, typisch. Mhm. Er ist 12 Jahre älter als ich, hat aber seit 6 Jahren eine Lebensgefährtin. Mhm. Und mit der lebt er auch zusammen? Mit ihr lebt er zusammen, ja. Ja. Wie fing das an mit euch beiden? Wer hat denn da wen angebaggert? Du, junges Ding, ihn oder umgekehrt? Das kann man schwer sagen. Ich war einen Abend mal mit meiner Arbeitskollegin raus. Ja. Und er war auf dem Weg nach Hause und wir hatten ihn so lustig, wie wir waren, mal angerufen, aus Scherz, und sagten, komm doch vorbei, wir sind hier eine Kneipe. Und auf einmal stand er vor uns und dann hat er uns nach Hause gefahren, dass wir Taxigeld aufsparen, und von da an ist es passiert. Was ist da genau passiert? Er hat dich dann nach Hause gefahren? Also ja. Er ist die andere nach Hause gefahren? Er hat erst die andere nach Hause gefahren. Dann dich? Ja, er hat mich zu Hause abgesetzt, wir haben uns geküsst. Das war eigentlich erstmal alles. Und das ist ja schon viel, ne, wenn man den Chef küsst. Ja. Hat er dich geküsst oder du ihn? Ich sag mal, es kam eher von beiden Seiten. Ja. Hast du ihn dann auch zum Café noch eingeladen? Nein, ich war mir zu unsicher. Mhm. Und irgendwann so 2-3 Wochen später habe ich meine neue Wohnung renoviert. Mhm. Er hat dann geholfen und dann kam es zum sexuellen Kontakt. Während des Renovierens? Nein, wir wollten renovieren und ist auch nicht dazu gekommen. Ach so. Also ihr habt, so hart war es, ihr habt also nicht renoviert, sondern ihr seid gleich zur Sache gegangen, in der Wohnung. So sieht's aus, ja. Sex in der unrenovierten Wohnung. Ja. Mann. Du bist 20 Jahre alt, daraus schließe ich, dass du noch nicht in einer so hohen Position sein kannst. Nein. Du bist in der Hierarchie der Firma, wir wollen das ja gar nicht so näher benennen, ziemlich weit unten wahrscheinlich, ne? Ich bin ganz normal angestellt. Ganz normal angestellt. Und er ist Besitzer der Firma? Er ist der Inhaber, ja. Er ist der Inhaber. Das bringt doch wahrscheinlich sehr viele Komplikationen mit sich, ne? Ich sag mal, das Berufliche und das Private konnten wir bis jetzt eigentlich sehr gut. Hast du denn direkt viel mit ihm zu tun, im Beruf auch, oder lauft ihr euch gar nicht so viel über den Weg? Doch, über den Weg laufen wir eigentlich sehr viel, aber wir trennen das eigentlich. Gut, aber du arbeitest nicht so direkt für ihn am Tage? Ich sag mal, von den 8 Stunden, wo ich da bin, sehe ich ihn höchstens, wenn es hochkommt, mal insgesamt 2 Stunden. Hat irgendjemand schon Wind bekommen in der Firma? Alle wissen Bescheid. Alle wissen Bescheid? Ja. Hat er denn nicht Angst, dass das durchsickert an seine Lebensgefährtin? Es ist einmal durchgedrungen. Sie hatte mich dann telefonisch und per SMS terrorisiert, sag ich jetzt mal. Und danach muss er ihr irgendwas vorgelogen haben, dass sie Ruhe gegeben hat. Was sagt er dir denn, was er ihr vorgelogen hat? Mir sagt er es nicht. Er sagt, sie wisst angeblich über alles Bescheid. Dann jetzt auf einmal heißt es, sie weiß über nichts Bescheid. Also der widerspricht sich auf jeden Fall. Wie fühlst du dich in dieser Situation? Bist du glücklich? Nein, absolut nicht. Also ich bin nervlich so am Ende, da ich zwischendurch wochenlang nachts nur 2 bis 3 Stunden schlafen kann, da ich ohne, weiß ich nicht, da ich nur über das Thema nachdenke. Was würdest du dir wünschen? Dass er sich endlich entscheiden würde. Ich sag mal, wenn er sich jetzt für mich entscheidet, okay, dann werde ich ihm glücklich sein und freue mich auch riesig darüber. Aber ich möchte wenigstens eine Entscheidung haben, dass wenn ich weiß, dass es nicht für mich sein sollte, da ich
dann einen Schlussstrich ziehen kann. So, wenn du den Schlussstrich ziehst, hast du Angst um deinen Job? Nein. Also er ist so fair, dass er sagt, du kannst weiter da arbeiten? Ja, absolut. Aber das ist natürlich dann für dich auch sehr schwierig, ne? Selbst wenn du arbeiten darfst, wenn du dann da arbeitest, ne? Und ihn jeden Tag siehst. Man will ja nicht ständig die Wunden aufgerissen bekommen. Ja, also das Thema hatten wir schon. Und zwar ist er vor einer Woche mit seiner Lebensgefährtin in der Firma aufgetaucht. Mhm. Hat nicht damit gerechnet, dass ich auch da bin, weil ich eigentlich frei haben sollte. Mhm. Und dann hat er auch ganz schön hart reagiert, wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Ich war geschockt und wir haben versucht, so gut wie es ging, alles zu überspielen. Du sagst hart reagiert, was bedeutet das? Ja, also ich war so geschockt, also ich kann seitdem gar nicht mehr klar denken, weil ich weiß jetzt gar nicht, wo ich dran bin. Ja, du sagst, er hat hart reagiert. Wie hat er sich denn dir gegenüber in der Situation verhalten, als er auftauchte mit seiner Freundin? So als wenn er so großartig mit mir gar nichts zu tun hat. Und das hat dich verletzt und hat dir wehgetan? Das hat mich sehr verletzt, ja. Also für dich ist der Zustand so nicht haltbar? Nein. Du möchtest eine klare Aussage haben, entweder gar nicht? Ja. Oder dass er sich für dich entscheidet und du mit ihm dann zusammen bist? Das schon, Du möchtest nicht das Betthäschen sein? Nein, absolut nicht. So ein Beigeschmack hat das, ne? Mhm. Mhm. Eigentlich schon. Du weißt gar nichts über die Beziehung, die die beiden miteinander führen? So großartig nicht. Ich weiß, dass da sehr viel Stress und Krieg ist zwischendurch. Aber ich sag mal, das ist in jeder Beziehung. Und ich weiß, dass sie um ihn kämpfen wird, weil sie liebt ihn über alles und sie ist auch gerade mal 4 Jahre nur älter als ich. Mhm. Die sind wie lange zusammen, sagst du? 6 Jahre schon? Ja. Mhm, das ist natürlich eine lange Zeit. Das heißt, da ist sehr viel Substanz unter Umständen da, sehr viel Fundament, vielleicht auch nicht, das kann man nicht einschätzen, ne, von außen. Aber ich kann dir nur sagen, dass ich das gut finde, richtig finde, dass du jetzt auf eine Entscheidung hindrängst. Ja, okay, aber ich schätze mal, er ist sich so sicher, dass ich nie den Schlussstrich ziehen werde, weil ich sage ihm schon seit 4 Monaten, dass ich endlich eine Entscheidung will. Ja, dann musst du dich so verhalten, dass er merkt, dass du es irgendwann verdammt ernst meinst. Ich meine es sehr ernst, nur das Problem ist ja, dass ich sehr an ihm hänge und das ist sehr schwer für mich. Ich sag mal, mit 20 Jahren, wenn man sich verliert, dann ist es für einen schon sehr hart. Mhm. Klar, logisch, logisch. Mhm. Aber es ist irgendwann ja auch die Frage des Selbstschutzes, ne? Dass man eine Entscheidung fordert. Weil du gehst ja seelisch auf dem Zahnfleisch, ne? Ja, klar. Und das ist ja das Schlimme an diesen Sachen. Ja, auch eine verbotene Liebe. Obwohl alle das wissen in der Firma. Wie ist denn das überhaupt durchgesickert? Es hat sich, wir waren vorher in der vorigen Firma, da war er mit einem Kollegen selbstständig. Mhm. Und da haben wir es an unserem Verhalten schon gemerkt. Und irgendwann hatten wir den Weihnachtsfeier und dann haben wir gesagt, komm, lassen wir es. Die wissen sowieso alle Bescheid und haben es dann preisgegeben. Also wir haben es uns dann gesehen, weil wir dann unsere Arme genommen haben. Ja, und jetzt seit 2 Monaten hat er wieder eine neue Firma gegründet, für sich ganz alleine. Mhm. Und da sind alles Angestellte, ich sag, das heißt alles, wir sind 5, 6 Mann. Mhm. Wir kannten uns schon vorher, sie kannten ihn und die wissen über die Sache Bescheid. Also ich wünsche dir, dass er sich für dich entscheidet, weil du ihn sehr lieb hast und das wäre für dich ja die schönste Sache. Aber ich will dich ja nochmal ermutigen, dass du bei der Haltung bleibst, dass er sich entscheiden soll. Das ist wichtig für dich. Ja, natürlich. Alles Gute. Danke. Tschüss, Nadine. Tschüss. Verbotene Liebe, unser Thema heute Nacht. Noch sind wir hier im Radio unter uns, bis 20:15 und ich bin jetzt verbunden mit Silvia und Silvia ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Silvia. Also ich habe keine verbotene Liebe. Sondern? Du möchtest mit mir über den Euro reden. Nee, um Gottes Willen. Ha, so ein Schatzbold hatte ich ja vor einer Woche. Der hatte sich für ein Thema angemeldet und fing dann mit dem Euro an. Daher sage ich das jetzt. Nee, um Gottes Willen. Es geht um meine Nichte. Ja. Die ist 14 Jahre alt. Ja. Und die hatte vor 2 Wochen Jugendweihe und da hat sie uns ihren Freund vorgestellt. Ja. Und jetzt kommt der Hammer. Der Freund ist 32. Das ist wirklich ein Altersunterschied. Ja. Also ich bin ja eigentlich immer, ich sag, Altersunterschiede sind nicht so schlimm. Ja, aber in dem Fall ist es schon krass. Ja. Und jetzt wissen wir überhaupt nicht, wie wir uns verhalten sollen. Sie ist total verliebt in ihn. Mhm. Er liebt sie angeblich auch. Also in dem Fall wäre ich auch, kann ich dir beipflichten, auch sehr skeptisch. Ja. Das ist ja ein Kind quasi noch. Ja, klar. Ne? Sieht auch noch aus wie ein Kind. Das ist noch ein kleines Mädel. Mhm. Mhm. Wir wissen jetzt nicht, wie wir uns verhalten sollen.
Deswegen rufe ich dich an. Und deine Nichte ist das, ne? Mhm. Und du redest auch quasi im Namen der Eltern. Die Eltern sind auch sehr, sehr besorgt. Ja, genau. Mhm. Ich meine, die Eltern können ihr das ja verbieten, ne? In dem Alter können sie es. Ja, können sie ihr verbieten. Aber wenn sie es jetzt verbieten, dann treffen sie sich heimlich. Mhm. Und dann tun wir ihr nur weh. Was ist denn das für ein Typ? Habt ihr den ein bisschen näher kennengelernt? Er ist ein bisschen näher, der kommt ziemlich zum Schluss, zum Ende der Feier und wir haben uns kurz mit unterhalten. Er ist, hat keine Arbeit, trifft sich nur mit Kleinkindern, siehe meine Nichte. Mhm. Also, auch was er so erzählt, da kommt nicht so viel rüber. Der macht hier ab und zu mal so Musik als DJ, erzählt er uns, ich weiß es aber nicht. Wie lange läuft er schon mit den beiden? Ab März, seit März. Mhm. Weißt du, ob die miteinander geschlafen haben? Nein, haben sie noch nicht. Haben sie noch nicht. Mhm. Er hat auch ihrem Vater versprochen, er fasst sie nicht an, bis sie volljährig ist. Aber das kann er mir nicht erzählen. Also Wäre ich auch sehr skeptisch. Mhm. Die ist mit 18 volljährig, das sind 4 lange Jahre. Ja, genau. Und welcher Kerl hat 4 Jahre aus? Mhm. Also, den musst du mir mal zeigen. 32-jähriger Mann, 14-jähriges Mädchen würden bei mir auch alle Alarmglocken schrillen, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Und ich glaube, ich würde da, wenn ich der Vater wäre, Toleranz hin, Toleranz her, ich würde da hart durchgreifen, ich würde dir das verbieten. Ich hätte Angst um mein Kind. Mhm. Ja, haben wir ja auch. Wir haben Angst um das. Mhm. Ich weiß natürlich, das ist jetzt sehr krass und hart, was ich da sage. Und natürlich besteht die Gefahr, dass sie sich dann heimlich treffen und so weiter. Aber was will man machen? Es gibt ja nicht ein... Ich sehe da keinen Mittelweg. Ja, aber wenn wir es jetzt verbieten, wie gesagt, dann treffen sie sich heimlich. Dann wissen wir überhaupt nichts mehr. Mhm. Weil sie ist so ein Typ, sie erzählt nicht viel. Mhm. Mhm. Er hat uns mal so ein paar Andeutungen gemacht und da habe ich gesagt, wir stellen uns doch mal vor. Wir wollen die beiden gerne mal kennenlernen, damit wir, dass wir auch wissen, woran wir sind. Wird sie sich wirklich mit ihm heimlich treffen? Ja. Da kann man nicht so hart durchgreifen, dass sie da auch Angst vor hat? Nee. Mhm. Ich meine, dieser Mann macht sich ja unter Umständen strafbar. Ja, klar. Also man könnte ja von seiner Seite aus auch Druck ausüben, dass er einfach die Finger von dem Mädchen lässt und dass er in Teufels Küche gerät, wenn er sich heimlich mit ihr trifft. Hm. Ja, aber wenn wir es ihr jetzt verbieten, die ist ein bisschen sensibel, dann erzählt sie uns gar nichts mehr, sagt okay. Und ich verstehe das Problem. Habt ihr denn jetzt alle, ich meine, das ist natürlich die letzte Möglichkeit, so hart, ganz hart aufzutreten. Habt ihr denn schon mit Worten alles versucht? Ja, eigentlich ja. Ihr Vati hat sich schon lange mit ihr unterhalten. Mhm. Ich habe mich mit ihr unterhalten. Ich habe eine 20-jährige Tochter, die hat sich auch mit ihr auseinandergesetzt. Sie hat gesagt, was willst du mit so einem alten Typen? Und es ist natürlich auch sehr schwierig, einem 14-jährigen Mädchen das verständlich zu machen, was für Sorgen man da hat. Das ist die erste Liebe. Mhm, ja. Wo haben die sich denn überhaupt kennengelernt? Die haben sich bei einer Schulfreundin kennengelernt. Die Schulfreundin wohnt in dem Haus, wo er auch wohnt. Und hat Geburtstag gefeiert. Haben es aber nicht in der Wohnung von der Freundin, sondern in der Wohnung von diesem Typen gefeiert. Mhm. Du hast gerade so beiläufig gesagt, das ist jemand, der trifft sich nur mit ganz jungen Leuten, mit Kindern. Ja, so wie ich das mitkriege, alles erzählt sie uns ja nicht, aber so, wenn du so im Gespräch mitkriegst, da gehen öfters mal so junge Mädchen hin und treffen sich dort und feiern dort. Und Aber man weiß nichts Näheres über diesen Mann. Nee, so weit sind wir noch nicht vorgedrungen. Mhm. Naja, weil natürlich alle Alarmglocken irgendwie schrillen, ne, wenn man das so hört. Ja, was sollen wir jetzt machen? Mhm. Also, verbieten meinst du, dann trifft sie sich heimlich. Mhm. Es einfach weiterlaufen zu lassen, ist die Sorge zu groß. Ja. Ne? Also, was macht man? Ja, was macht man? Mhm. Schwieriges Problem. Wenn man sich mit dem Mann nochmal eingehend beschäftigt, dass ihr, die Verwandtschaft oder der Vater oder die Mutter... sich mit dem Mann zusammensetzt und einfach sagt, dass ihr diesen Kontakt nicht wünscht. Er ist der Ältere und er muss es dann dem Mädchen auch begreiflich machen. Ja, aber dann weiß sie, dass wir darauf gedrungen haben und dann ist sie wieder sauer mit uns und wir haben ja mit ihr gesprochen und hat sie gesagt, ja, ihr versteht mich nicht und ihr könnt das nicht verstehen, aber... Also ich halte diesen Weg für klug, erstmal nochmal mit dem Mann zu reden. Ich möchte aber dir auch nochmal jetzt anbieten, mit meinem Psychologen zu sprechen, dass dann auch mal eine fachkundige Meinung zu eingezogen wird. Das wäre lieb, ja. So machen wir es, Silvia. Leg bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Meine lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich bitte sehr um Entschuldigung. Wir sind
einigen Minuten, 15 Minuten, ne, sehe ich hier gerade, ja, 15 Minuten zu spät. Nun sind wir da, wir haben im Radio schon angefangen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt verbotene Liebe. Habt ihr im Moment eine verbotene Liebe irgendwie am Laufen oder hattet ihr mal eine? Was sind verbotene Lieben? Eine verbotene Liebe kann die Liebe zu einem Vorgesetzten sein, vielleicht die Liebe zu einem Priester, sehr schwieriges Thema, oder die Liebe zur Stiefmutter, oder man ist verheiratet als Mann und hat eine heimliche schwule Beziehung nebenher laufen, oder ihr seid verliebt und ein Elternteil möchte nicht, verbietet euch diese Liebe. Also es gibt eine ganze Menge Beispiele, verbotene Liebe. Wir müssen nicht über die Fernsehserie reden, darum geht's nicht in erster Linie, sondern wirklich um Fälle. Wenn ihr mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Florian. Florian ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo Florian. Ja, guten Tag. Du hast im Moment eine Liebe, die verboten ist? Ja, habe ich. Erzähl. Und zwar mein Vater, der ist wieder neu verheiratet, mit seiner neuen Frau, und die hat eine Tochter. Und mit der bin ich halt zusammen, und das ist halt alles so komisch, das ist alles so heimlich und verboten. Wie alt ist die Tochter? Die wird 16. 16, das ist also quasi deine Stiefschwester, ne? Eigentlich schon, ja. Aber Stief eben, ne? Stiefschwester. Ja, Stiefschwester. Wohnt ihr denn in einem Haushalt, einer Wohnung zusammen? Nein, ich wohne noch bei meiner Mutter. Du wohnst bei der Mutter noch? Ja. Und seit wann bist du jetzt mit deiner Stiefschwester liiert? 2 Monate ungefähr. Wer weiß davon? Meine Mutter weiß es so halb, noch nicht so richtig. Nur so ein paar Andeutungen gemacht. Aber die hat dazu dann auch nichts weiter gesagt. So. Reaktion eher positiv oder Naserümpfen? Naserümpfen, eher negativ. Und was meinst du? Also nur die Mutter, sonst niemand? Ja, sonst keiner. Auch kein Freund, der beste Freund oder so, gar nicht? Noch keiner. Was für ein Stress für euch, wenn ihr euch dann trefft? Wo? Ja, das ist echt stressig so. Weil halt auch meine ganzen Freunde kennen sie halt so unter meiner Stiefschwester. Und jetzt aber so halt meine Freundin, das ist schon... Aber wo trefft ihr euch denn? Wo seid ihr mal ganz für euch, alleine? So nach der Schule, dann hole ich sie manchmal ab. Und dann gehen wir halt zu mir nach Hause. Und meine Mutter ist dann meistens arbeiten. Ach so. Mein Bruder ist auch nicht da, der ist bei seiner Freundin und sind halt oft alleine. So bei mir zu Hause, aber nur... Seid ihr schon mal erwischt worden? Also jetzt nicht bei irgendwelchem Sexkram, sondern einfach nur so erwischt worden, dass ihr euch trefft? Ja, wir waren hier bei mir zu Hause und dann kam mein Vater, der kam mal vorbei und dann saß sie halt hier, aber hat halt nichts zu gesagt. Er hat gesagt, es wäre ein normaler Besuch. Wie kam das überhaupt, dass du dich in deine Stiefschwester verliebt hast? Ja, also wir hatten so immer miteinander geflirtet mal so, das war aber dann mehr so just for fun gewesen, einfach so flirten. Und irgendwann wurde es dann halt immer mehr und dann so habe ich mich dann halt dann irgendwie dabei selber ertappt, wie ich dann mich mit ihr geküsst habe halt. Du hast dich ertappt, du hast dich dabei ertappt, wie du dich mit ihr geküsst hast. Ja, so ungefähr. Und da war dir klar, oh, jetzt ist es heiß geworden alles. Ja. Weil wie würde dein Vater, wie ist der denn so drauf? Wie würde der reagieren, wenn er das rauskriegt? Mein Vater ist eigentlich ganz locker drauf, also, aber ich glaube, also in dieser Sache ist er ein bisschen streng so. Weil es halt auch ein Mädchen und ich bin halt viel älter. Naja, also du bist ja auch nicht. Du bist 19 und sie ist 16. Das ist halt nur völlig im grünen Bereich, finde ich. Also ich finde da ja gar nichts Schlimmes dran, muss ich dir sagen. Eigentlich auch überhaupt gar nichts. Also es ist ja auch moralisch gesehen, was man so in alter Moral mit sich rumträgt, und juristisch ist es ja alles gar kein Problem. Es ist deine Stiefschwester, ne? Es ist die Tochter der neuen Frau deines Vaters. Also mit der kannst du ja wunderbar liiert sein. Ich finde ja, Florian, wenn ihr beide euch einig seid, dass das eine wirklich gute Liebe ist, dass ihr richtig verliebt seid ineinander, dass ihr zueinander steht, sie ist ja nun auch kein kleines Kind mehr, sie ist eine junge Frau von 16 Jahren, dann ist das jetzt euer erster großer Kampf, Lebenskampf vielleicht. Das müsst ihr durchhauen. Ja, wir sind halt auch richtig verliebt, wir schreiben uns andauernd halt Nachrichten über das Handy, so ich liebe dich und... Ja, so ist es dann, wenn man verliebt ist. Ja. Jetzt macht er das 2 Monate heimlich.
Auf Dauer geht das natürlich nicht, dass er es heimlich macht. Und dann muss sich die liebe Umwelt und Erwachsenenwelt und Verwandtschaftswelt eben damit abfinden, dass die Liebe dahin gefallen ist, nämlich zu euch beiden. Ja. Also ich will euch nur ermutigen, ihr seid verliebt ineinander und das ist das Allerwichtigste. Und dann, warum soll man das nicht akzeptieren? Ja. Steht mal zu eurer Liebe und kämpft die aus und kämpft die durch. Ne? Ja. Aber es ist eine verbotene Liebe, ist mir schon klar, es passt sehr gut ins Thema rein. Mhm. Alles Gute euch beiden. Alles klar, danke doch. Mein lieber Florian, tschüss. Ja, okay, tschüss. Eine Rückmeldung zu gestern. Gestern hatten wir einen tollen Anrufer namens Dominik, der mit seinen 7 Kumpels und mit seinen 6 Kumpels quasi einen Privat-Big Brother machen will in seinem Gartenhaus im Juni. Und wir alle können teilhaben, nämlich durch verschiedene Webcams, die installiert werden im Gartenhaus. Meine Frage war ja auch, wo geht ihr denn da aufs Klo? Ist da ein Klo in dem Gartenhaus? Nein, sagte er, wir gehen dann auf die Wiese und wir machen auf die Wiese. Daraufhin schreibt Wiener, ein Tipp für Dominik und Big Brother im Gartenhaus, es gibt Trockenklos. Also, Dominik und Jungs, es gibt Trockenklos, wenn ihr euch die vielleicht auch noch anschaffen wollt. Und noch eine Meldung zu letzten Freitag. Da schreibt die Saskia, hallo Domian, zur These vom Freitag. Gut aussehende Menschen sind meistens dumm und oder nichtssagend, wollte ich mal ein rühmliches Gegenbeispiel anführen. Mein allerbester guter Freund sieht, so viel ich sagen kann, ziemlich gut aus. Und trotzdem kann man mit ihm sowohl Spaß haben und Party machen, als auch wirkliche gute und lange Gespräche führen. Er ist genau wie ich ein großer Fan deiner Sendung. Ist das nicht schon ein Beweis, dass er sich nicht nur für sich, sondern auch für andere interessiert? Liebe Grüße und mal weiter so. Ein Fax von Saskia. Zurück zu unserem Thema, zurück zur heutigen Sendung Verbotene Liebe. Ich bin verbunden mit Christina und Christina ist 60 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja, Christina. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich möchte zu diesem Thema Folgendes sagen. Ich bin seit 8 Jahren liiert mit einem katholischen Priester. Und ich bin seit 20 Jahren geschieden und habe sehr, sehr viel mitgemacht. Mhm. Also ich habe wirklich, war denn danach noch mal kurz befreundet, so 2 Jahre, hatte einen Bekannten, aber das war auch genauso schlimm. Und also seit 8 Jahren, das ist ja nur schon ja, und jetzt ist mir dieser Mensch begegnet. Ja. Weil ich auch tätig bin für diese Kirche. Hat er eine Gemeinde? Ist er ein Gemeindepriester? Ja. Ja. Ist er der Priester in deiner Gemeinde? Mhm. Ja. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen? Wie hat das angefangen? Ganz einfach. Also ich habe es eigentlich schon länger gemerkt, dass er mich mag. Mhm. Und dann bin ich selbst tätig für die Kirche. Mhm. Und durch diese Zusammenarbeit, ist das dann einfach, wir sind durch die Begegnungen, er hat mir denn seine Liebe gestanden zu mir, dass er sich in mich verliebt hat. Und was für den Mann ja wahrscheinlich ein wahnsinniges Ereignis gewesen sein muss und auch eine Überwindung, das dann zu sagen. Ne? Ja, ist das denn zum war es auch. War nicht so einfach für uns beide. Wir sind nämlich beide Menschen, also ich auch. Ich kann nicht so aus mir herausgehen. Ist er in deinem Alter? Bitte? Ist er in deinem Alter? Ja. Also, hat er zum ersten Mal sich jetzt... 2 Jahre älter. 62 Jahre ist er alt. Hat er zum ersten Mal eine Beziehung zu einer Frau? Ist mit dir? Er sagt ja. Ja, wie er sagt ja. Und es ist halt eben, er sagte ja auch selbst, als wir uns begegnet sind und darüber gesprochen haben, ein Gespräch geführt haben, und er hat mir das ganz offen gesagt, dass er das nie für möglich gehalten hätte, aber... du bist einfach so eine wunderbare Frau aber bist du nicht aus allen Wolken gefallen, als dein Gemeindepriester das zu dir sagt? Ja, das war schlimm. Aber es war so, dass ich, als er das gesagt hat, da fing ich fürchterlich an zu weinen. Ich habe nur gesagt, ist das wahr? Ja. Und dann sagte er mir, ja, das ist wahr. Warst du auch glücklich? Ja. Oh. Weil ich wusste, vielleicht wollte ich es mir nicht eingestehen, aber im Grunde genommen habe ich es schon länger geahnt und gewusst und ich habe auch gefühlt. Also ich fühlte mich auch zu ihm hingezogen, weil er ist einfach ein wundervoller Mensch, ja. Nun stelle ich mir das alles äußerst kompliziert vor. Ja, nur ist die erste Liebeserklärung gesagt worden. Ja.
Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr euch auch körperlich angenähert habt und zum ersten Mal miteinander geschlafen habt? Ein Jahr und sechs Monate. Und dann also bis dahin haben wir viele Gespräche geführt. Wir haben uns auch getroffen. Es war einfach, ich sag mal, dieser Mann hat einen Kampf ausgestanden. Das glaube ich. Ich konnte das nicht mehr mit ansehen. Und ich bin keine leichtfertige Frau oder so, aber ich habe mir das auch nicht einfach gemacht, wir haben uns beide nicht einfach gemacht. Gab es auch Stimmen in dir, die dann in irgendeiner Weise vielleicht so ein bisschen den Respekt vor dem Priester verloren hatten, nachdem er das gesagt hat? Nein. Nein, das nicht. Nein, das habe ich nicht. Er hat mich dann nur gefragt nach diesen anderthalb Jahren, als wir zusammen waren, wir treffen uns in meiner Wohnung, weil ich alleine lebe, ne? Mhm. Und dann fragte er mich einmal, was glaubst du, wenn wir uns verlieren würden? Wäre das eine Sünde? Ich habe ihm natürlich gesagt, dass ich eigentlich die Frage an ihn hätte stellen müssen. Mhm. Und ja, das wüsste er wohl, aber er wollte es von mir hören. Und dann habe ich spontan geantwortet, weil ich bin auch ein tiefgläubiger Mensch. Mhm. Ich habe ihm ganz spontan geantwortet, nein, ich glaube es nicht. Ich glaube es deshalb nicht, denn Gott hat die Menschen geschaffen mit all ihren Gefühlen. So sehe ich es auch. Ja, und ich denke eher, es ist eine Sünde, was die katholische Kirche tut, dass sie diese Männer einfach zwingt, im Zölibat zu leben und gegen ihre Gefühle. Ja. Wie war eure erste sexuelle Begegnung, Christina? Es war etwas Wunderschönes, ganz besonders auch für mich. Es war natürlich, ich sag mal so, von meiner Seite, irgendwo war ja da immer noch der Priester. Mhm. Ja, also ich hatte nicht die Erfüllung, aber ich habe es nicht anmerken lassen. Ich habe ihm das auch nie gesagt. Hast du doch noch irgendwie so gedacht, ich, Christina, begehe jetzt eine Sünde, indem ich mit dem Priester schlafe? Nein, Domian, das war es nicht. Mhm. Das war es nicht. Bei mir war das ganz einfach. Irgendwo immer noch der Respekt vor dem Priester. Und man ist ja so erzogen. Ich bin streng katholisch erzogen. Mhm. Und das war gar nicht so einfach für mich. Aber war das für ihn dann auch das erste Mal, dass er mit einer Frau geschlafen hat? Ich habe ihn nicht gefragt. Da war er 54, ne? Ja. Ungefähr. Ja, er hat nur gesagt, er hätte nie geglaubt, dass so etwas passieren könnte in seinem Leben, aber es wäre nun mal passiert. So, und das passiert ja schon seit 8 Jahren so. Ja. Ich gehe davon aus, dass das wirklich vollkommen geheim ist, ne? Ja. Ist das nicht für euch eigentlich eine irrsinnige Belastung, dass ihr eure Liebe, eure große Liebe so geheim halten müsst? Ja, das ist schlimm, Domian. Das ist ganz schlimm. Deshalb rufe ich auch an. Mhm. Nur was ich nicht begreife, ich sehe immer so ein bisschen, es gibt ja dieser immense Priestermangel bei uns. Mhm. Ja? Mhm. Sei es nun, weil die Priester nicht heiraten dürfen, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist sehr schlecht in uns, sehr schlecht bestellt um die Priester. Und ich kenne Fälle, es gibt ja viele, die sich zu diesen Frauen bekennen. Mhm. Ich bin ja nicht die Einzige. Ja, ja, und ja. Er hat das auch schon mal gesagt, ich möchte mich zu dir bekennen, weil ich dich so sehr liebe und ich finde das einfach nicht richtig dir gegenüber. Was würde das denn kirchenrechtlich bedeuten? Dass er sofort suspendiert wird. Sofort. Sofort. Ja. Und auch keinerlei Unterstützung hat von der Kirche aus, nichts. Denn ich weiß, er ist so ein wundervoller Mensch und diese Priester, die er gekannt hat, die das taten, die hat er kräftig unterstützt. Weil es ihm leid tat. Aber ich habe gesagt, das möchte ich nicht. Aber der Druck ist einfach groß, ne? Der Druck ist groß. Munkelt man denn irgendwie in der Gemeinde? Kriegt man das mit, dass ihr irgendwie vielleicht was miteinander habt? Also, es war schon mal so ein bisschen was durchgesickert. Weil ihr könnt euch ja nirgendwo sehen lassen. Alle kennen ihn ja als Priester. Ja. Wie macht ihr das überhaupt? Bei Nacht und Nebel irgendwo hin huschen, zu dem einen, zu der anderen? Ja, richtig, so ungefähr musst du dir das vorstellen, Domian. Mhm. Also er kommt immer, also ich sag mal, unser Treffen ist immer zwischen 10:30 und manchmal 12, abends, halb eins. In der Nacht? Ja. Und anders geht's ja nun mal nicht. Seid ihr in diesen 8 Jahren mal gemeinsam in Urlaub gewesen? Nein, das ist unmöglich. Warum ist das unmöglich? Nein, das geht schlecht, weil erstmal, ich bin sehr bekannt hier. Mhm. Er ist ein sehr, sehr bekannter Mensch, weil er sehr viel Gutes tut. Und also ich sag mal, er ist der prominenteste Mensch hier, auch nicht nur im Ort. Auch so. Ja gut, aber ihr könntet euch ja in Amerika treffen oder irgendwo anders. Nein, das geht einfach nicht. Nein, das geht nicht. Das geht deshalb nicht. Ja, wenn ich möchte gerne noch etwas dazu sagen, kann ich nicht, aber ich habe Angst,
bei den vielen Zuhörern, die deine Sendung hören, dass da irgendwas... Okay, wir wollen das auch nicht dann... Nein, aber ich wollte, warum ich eigentlich angerufen habe, worum es mir ginge, dass ich da bei diesem immensen Priestermangel manche Frauen nicht verstehe, dass sie denn diese Männer zwingen, ihren Beruf aufzugeben und mit ihnen zusammenzuleben. Ich meine... Also du bist bereit... Ja. Dass diesen großen Druck weiter hinzunehmen, bis er in die Pension geht quasi. Richtig. Und ist er denn eigentlich auch entschlossen, das so weiterzumachen? Ja, wir haben uns darüber ausgesprochen. Ich meine, er ist ja 62, wann wird er pensioniert? Das kommt drauf an. Wenn er gesund hat, kann er bis 70 Jahren arbeiten. Kann man denn als Priester auch früher aufhören, wenn man das möchte? Wenn gesundheitlich nicht mehr geht. Wie ist es denn dann eigentlich, wenn man dann aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist und bekennt sich dann zu einer Frau? Gibt es dann irgendwelche Konsequenzen noch, dass man vielleicht die Pension irgendwie halbiert bekommt oder irgendwas? Also das ist so. Also ich denke, man kann das anders machen. Und das wird heute, ich kenne da eine Menge, die das tun, dass die, wenn die in Pension gehen, mit ihren Freundinnen dann ganz weggehen von da. Achso, in der ganzen. Eine gemeinsame Wohnung irgendwo in einer anderen Stadt. Quasi ein neues Leben anfangen. Was aber auch nicht schön ist, weil ihr seid ja sehr verwurzelt in eurer Umgebung, in eurer Gemeinde, in dem Ort, wo ihr lebt. Ja, gut, aber da sind wir uns im Klaren drüber. Mhm. Erstmal, es ist ja nicht sein Heimatort. Gut, er hat viel getan für die Gemeinde und er hat wirklich viel getan. Ich muss nochmal sagen, dass ich mir das ungeheuer belastend vorstelle für dich. Ja, das ist es auch. Acht Jahre lang so ein Geheimnis zu machen. Das war zeitweise so weit, dass ich. Wie hältst du das aus? Ich habe einen Weg gefunden, den ich gehe. Ich akzeptiere es und bin für jede Stunde dankbar, die wir zusammen sein können. Und bist glücklich über die Liebe, die du hast. Ja, also ich muss schon sagen, es ist etwas ganz, ganz Wunderschönes. Aber dieses ist auch wieder ein Beispiel für das Leid, was das Zölibat anrichten kann. Ne? Ja. Ja, und ich fand das auch so schön, dass wenn ich mal so selig am Ende war, passiert ja dann schon mal, und wir waren zusammen, haben uns ausgesprochen, dass ich kann da auch mit ihm über alles reden, und er sagte dann immer, schau mal, du musst das so sehen, und das war eigentlich ein Satz, den ich mir eingeprägt habe, es gibt kein Ostersonntagmorgen ohne Karfreitag, das heißt, es gibt keine Freude ohne Leiden, und ich denke, das ist eine Sache, das halte ich mir einfach vor Augen, und so komme ich damit ganz gut klar. Es ist ja, in jeder Beziehung gibt's. Natürlich, ja. Hoch, tief und Höhen. Und ich denke, da wir beide sehr, sehr glücklich sind und sehr, sehr lieb haben, akzeptieren das einfach, dass wir jede Minute akzeptieren und glücklich sind und uns freuen, die wir zusammen sind. Ich kann dir nur wünschen, dass es nicht auffliegt, euch das nur wünschen. Und wünsche euch, dass ihr dann irgendwo, vielleicht in absehbarer Zeit, in gar nicht so langer Zeit, dann richtig offiziell zusammen sein könnt und ein neues Leben beginnen könnt. Ja, das wäre schon schön. Nur sage ich mir manchmal auch, wäre das so wunderschön, wenn wir jetzt täglich zusammen wären. Ich glaube schon, wenn man sich so gerne hat, wenn man sich so lieb hat. Grüß dir mal herzlich von mir, alles Gute. Ja, das mache ich doch. Tschüss, Christina. Und mach weiter so, die Dankeschön. Sendung ist wunderschön. Ich danke herzlich. Ja, tschüss. Verbotene Liebe heißt unser Thema. Habt ihr zurzeit eine verbotene Liebe am Laufen, so wie die Christine gerade erzählt hat, was ja schon ein klassischer Fall ist? Oder gab es mal so etwas in eurem Leben? Erzählt es mir, wenn ihr Lust dazu habt. Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Silvia ist dran und Silvia ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Silvia. Was ist denn bei dir los? Oder was war los? Ja, bei mir ist halt insofern los, dass ich im Moment 3 verbotene Liebschaften habe. Ja, bitte 3? Ja, wobei das halt nicht wirklich von mir auskommt. Jetzt piept irgendwas ganz nervig. Was ist ja, das? Ja, das ist mein Akku wahrscheinlich. Ja, aber ich hänge hier schon seit 20 Minuten in der Leitung. Drei Liebschaften halt mit verheirateten Männern. Ja. Und das ist halt nicht wirklich von meiner Seite aus verboten. Nee, das verstehe ich schon. Das ist von der anderen Seite aus verboten. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen jetzt ganz schnell reden, sonst werden wir völlig nervig von dem Gepiepse. Ja. 3 verheiratete Männer hast du am Laufen, sage ich mal ganz despektierlich. Ja, genau. Warum 3 Männer? Und warum 3 verheiratete Männer? Ja, das hat sich so ergeben. Also ich war eigentlich auf der Suche nach was anderem, nach einer richtigen Beziehung.
Ja. Ja, und wir hören einfach nicht hin jetzt, wenn es piept. Genau. Warum drei Männer? Warum drei? Warum nicht? Warum reicht nicht einer aus? Ja, weil das ist irgendwo auch ein Kick für mich, dass es halt drei Männer auf einmal sind. Wissen die voneinander? Nicht wirklich. Also einer weiß von das. Jetzt ist der Akku gänzlich leer. Schade. Ich hätte der Silvia gerne noch ein bisschen den Kopf gewaschen. Drei Männer auf einmal. Melanie, 22 Jahre. Guten Morgen. Hallo Melanie. Domian. Ja, Melanie, guten Morgen. So, mein Thema. Ich habe nur einen verheirateten Mann. Du hast nur einen verheirateten Mann? Ja. Aber mit dem bist du nicht verheiratet? Nein, mit dem ist jemand anders verheiratet. Ja, die Jungfrau, ich weiß schon. Die Jungfrau. Wie lange läuft das jetzt schon mit dem verheirateten Mann? Seit Ende Dezember haben wir uns kennengelernt. Ende Dezember, also noch gar nicht so ganz lange. Naja. 5 Monate. Ja, ich finde das schon lang. Ja. Er ist verheiratet, wie lange schon? Ein Jahr, aber wir kennen seine Frau schon ziemlich lange. Mhm. Ist er auch in deinem Alter? Bisschen 35 älter? Ist er. 35? Ja. Mhm. Die Frau weiß nichts davon, seine Frau. Die Frau weiß nichts davon, nee. Mhm. Überhaupt nichts. Gibt es da auch ein Kind in der Beziehung? Nee, das noch nicht. Dafür sind die viel zu beschäftigt. Also beide sind berufstätig? Ja. Mhm. Kriselt es denn bei denen in der Beziehung? Überhaupt nicht. Das ist die Frau seines Lebens eigentlich. Ach. Hat er mir auch von Anfang an direkt klar gemacht. Und was will er mit dir dann? Sex. Aber also er kriegt halt sexuell das nicht bei seiner Frau, was er gerne hätte. Zumindest nicht hundertprozentig das, was er gerne hätte. Aber dann ist es eigentlich doch nicht die Frau des Lebens. Die Frau des Lebens deckt doch alles ab, alle Bereiche. Ich sehe das auch so. Er sieht es irgendwie anders. Er denkt halt, die hat einfach sonst solche Qualitäten, dass es die Frau einfach ist für ihn. Das und hat er dir kriegt er halt dann noch andere Dinge, nach denen er sich halt beim Sex sehnt. Also eure Beziehung ist eine Bettbeziehung? Ja, aber nicht nur. Wie also er achtet mich auch sehr und wir reden über alles und wir gehen nochmal zusammen essen oder ins Kino oder so. Mhm. Oder wie oft seht ihr euch denn? Schön. Im Moment ein bisschen häufiger. Also ich habe ihn jetzt am Wochenende zweimal gesehen, weil seine Frau nicht da war zum Glück. Mhm. Und sonst so alle 2-3 Wochen mal, schätze ich, im Durchschnitt. Aber ist es auf jeden Fall immer verbunden mit Sex, wenn ihr euch seht? Ja. Das ja. Immer. Ja. Nur jetzt habe ich mich halt echt in ihn verliebt. Ich wollte gerade sagen, wenn man... Fühlst du dich denn wohl in dieser Rolle der Sexmaus, sage ich mal böse? Ja, das sagst du sehr böse. Mhm. Er gibt mir ja nicht das Gefühl, dass es so ist. Mhm. Ich sag ja, er achtet mich wirklich und er mag mich auch sehr gerne. Also er kümmert sich auch um mich und so. Wenn ich irgendein Problem habe, dann reden wir auch darüber und so. Das hat mir auch schon sehr geholfen bei einer Sache. Aber er ist nicht in dich verliebt, oder? Nee. Ja, also neulich sagte er irgendwann mal, dass ich echt gefährlich würde. Aber ich weiß auch, dass er so konsequent ist, dass er diese Gefühle nicht zulassen würde, selbst wenn er sie hätte. Und ich glaube auch nicht, dass er sie hat. Zumindest nicht in diesem Maße, wie ich sie habe. Leider nicht. Wie denkst du, wie du dich weiter verhalten wirst können aufgrund deiner Gefühle? Wirst du dieses so weiter laufen lassen können wie die letzten 5 Monate oder hältst du es gar nicht so aus? Das ist nämlich genau die Frage. Wenn du dich nämlich jetzt angefangen hast, in ihn zu verlieben, willst du ihn doch über kurz oder lang ganz für dich haben? Im Moment geht's eigentlich noch. Im Moment fühle ich mich noch nicht so schlecht. Also ich bin mittlerweile sehr eifersüchtig auf seine Frau, wenn er was davon erzählt, was ich am Anfang nicht war. Nur so langsam bin ich mir echt nicht mehr sicher, ob ich ihm sagen soll oder nicht. Er hat mir am Anfang gesagt, also hat mich darum gebeten, dass ich es ihm erzähle, wenn ich mich in ihn verlieben sollte, weil er möchte gerne damit umgehen können. Nur dann wird die Konsequenz sein, dass wir uns nicht mehr sehen. Aber hat er gesagt, das wäre die Konsequenz dann? Nicht so direkt, aber so ungefähr. Das bedeutet doch eigentlich nichts anderes, als dass er die Grenzen hat feststecken wollen von Anfang an. Und euer Bereich ist doch definiert hauptsächlich dann mit Sexualität. Ja. Ne? Ja, das ist richtig. Weil er diese Art von Sexualität in seiner Beziehung nicht findet. Ja. Offensichtlich. Richtig. Sagt er das so im Detail eigentlich auch? Sagt er das, dass es im Bett mit seiner Frau nicht so läuft, wie er das gerne haben möchte? Hallo? Jetzt werde ich aber ein bisschen stutzig hier. Jetzt ist die Leitung auch weg. Hoffentlich haben wir jetzt keine Probleme mit unserem Computer. Mit unserem Computer hier. Alle meine Frauen brechen hier weg. Silvia, Melanie. Jetzt haben wir T. Und T ist 19 Jahre alt. Ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Eine Frau. Und ich hoffe, du bleibst jetzt bei mir, liebe T. Ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte hier bleiben. Ja, es ist irgendwas, hier ist der Wurm drin. Ja. Wir versuchen mal, Melanie zurückzuholen. Ja, obwohl ich muss sagen, also ich glaube, an ihrer Stelle fände ich das nicht so toll. Also es hat sich wirklich so angehört, wenn er nicht zu ihr steht und immer nur kommt, um
sexuellen Kontakt zu haben. Also ich werde mir irgendwann vorkommen wie das fünfte Rad am Wagen. Also darauf wird es hinauslaufen, das glaube ich auch. Also auf jeden Fall. Aber jetzt zu dir. Ja, jetzt mein Thema. Genau. Warum heißt du T? Was, das weil ist, das ein asiatischer Name ist. Und du bist Asiatin oder von der Abstammung her. Ja. Ja. Also, verbotene Liebe. Ja, also bei mir ist es, sag ich mal, jetzt so indirekt verboten. Also ich habe momentan keine Liebe, aber mir wird das auch eigentlich so verboten von meinen Eltern. Mhm. Ja, sie wollen nicht, dass ich einen deutschen Freund habe, auf gut Deutsch. Aber du hast keinen im Moment. Nein, ich habe keinen. Du hast keinen, aber du dürftest auch keinen haben. Nee, ich dürfte keinen deutschen Freund, keinen Italiener, keinen Franzose, keinen, weiß der Himmel was. Also nur jemanden, aus welchem Land genau kommst du oder deine Familie? Muss ich das sagen? Nein, musst du nicht sagen. Also nur jemand aus dem Land? Nur genau. Jemand aus dem Land. Mhm. Ja. Ja. Welche Religion gehört ihr an? Oder möchtest du das auch nicht sagen? Das kann ich ruhig sagen, katholisch. Katholisch. Katholisch, also das ist schon. Ja. Aber es muss dann jemand, es muss national sein, dann aus dem Land, aus dem ihr kommt. Du hattest auch noch nie einen Freund? Doch, also aber nur halb aus dem Land. Aus dem Land, ja. Und eigentlich, okay, ich war mit der Person zusammen, aber ich kann sagen, dass ich die Person nicht richtig geliebt habe. Mhm. Das heißt, es war Sympathie da, aber mehr war da nicht. Das heißt, du musst doch eigentlich dann auch unter ständiger Angst so leben, dass du dich vielleicht eventuell in einen Deutschen oder in einen Franzosen oder dass du dich verlieben könntest, ne? Auf jeden Fall. Warum wollen deine Eltern das denn? Die sagen mir keinen richtigen Grund. Sie sagen einfach nur, ja, das ist eben jetzt Familie und das muss einfach in unseren Kreisen, in Anführungsstrichen, bleiben. Und das ist einfach so sittlich. Ich will dir mal sagen, ich kriege ja immer so einen Hals, ne? Ja, das hört man ja von anderen Kulturen auch. Oder es gibt Deutsche, die wollen nicht, dass der Junge mit einer Türkin zusammen ist, und es gibt Türken, die wollen nicht, dass sie mit einem Deutschen zusammen ist und so weiter. Ne? Ich krieg immer den Hals und sage ich sage immer den Leuten hier, die bei mir anrufen, verdammt nochmal, setzt euch gegen eure Eltern durch. Ja, wir leben im 20. Jahrhundert, wir leben in Mitteleuropa, wir leben in Deutschland, in einem freien Land. Ja, was glaubst du, was ich ihnen immer sage? Ich sage immer, Mama, Papa, also das sind alles Menschen, wir sind okay, vielleicht sehen wir optisch anders aus, aber vom Wesen her bleiben wir einfach Menschen. Also, so, und wenn man dann irgendwann nicht mehr diskutieren kann, dann finde ich, muss man Fakten einfach setzen. Und du bist auch eine junge Frau, eine erwachsene junge Frau von 19 Jahren. Dann musst du sie eben vor vollendete Tatsachen irgendwann stellen. Ja, das ist bei mir schon so. Ich habe das versucht, ihnen zu erklären, aber ich sag, bei mir ist es schon ehrlich gesagt so, sie haben mich schon wirklich von klein auf so erzogen, ich darf machen und tun, was ich will, nur keinen deutschen Freund haben. Und bei mir ist schon irgendwie so ein Mikrochip, sag ich mal, drin. Und wenn du lehnst dich dagegen auf. Das beweist auch der Anruf jetzt, deine Gedanken darüber. Tu es ganz einfach. Wenn du dich in einen Deutschen verliebst, dann verlieb dich in ihn, sei mit ihm zusammen und lass es auf wirklich eine Auseinandersetzung ankommen mit deinen Eltern. Ah, das ist nicht nur meine Eltern, dann wird sich meine ganze Verwandtschaft, meine ganze Familie sich gegen mich wenden. Na und? Ja, ich sage ich sage jetzt ganz frech, na und. Ja, ich weil das ist so unverschämt, wenn man den jungen Leuten das so einredet, ihr dürft nur das und das und das. Nein, ihr sollt das machen, wie ihr empfindet. Ja, wirklich, ja, aber das ist wirklich. Du weißt überhaupt nicht, was für ein Druck auf mich da steht. Also, doch, ich ahne das. Von jeder Seite. Ja, ich weiß. Meine Schwester, sie hat eben einen asiatischen Freund. Mhm. Und bei mir muss, sie sagen mir schon von klein aus immer wirklich, egal, du kannst machen, was du willst, aber wie gesagt, also das glaube nicht, T, dass ich das jetzt so leichtfertig dahin sage. Ja. Aber ich glaube, dass man nur ganz verkrustete Strukturen verändert, auch auf Dauer verändert, wenn man anfängt zu bohren, damit diese Strukturen Risse kriegen. Und das ist immer mühsam und immer schlimm am Anfang. Aber man muss damit anfangen. Vielleicht für die nächsten Generationen, die nachkommen, die werden es dann einfacher haben. Ja, aber also ich versuche wirklich, ich mache wirklich sehr viele Andeutungen bei meinen Eltern. Und mein Vater sagt dann immer direkt, wenn du das noch, also er sagt mir richtig so, er wird mich verstoßen. Also was soll ich in dem Moment dann sagen? Dann musst du sagen, dann verstoß mich. Wenn dir das, wenn du deine Tochter verstößt, die du liebst, die du angeblich liebst, weil deine Tochter einen Menschen einer anderen Nation liebt, dann kann das keine große Tochter-Vaterliebe sein. Also eigentlich, also in allen Sachen eigentlich schon. Also da würde ich sagen, liebt er mich auf jeden Fall. Ja gut, aber dann mal eben nicht. Es ist ja was ganz Elementares. Also, ich hoffe, dass dir bald mal ein Deutscher über den Weg läuft, in den dich verliebst. Ja, sind schon viele, aber ich habe mich immer ein bisschen zurückgehalten, ja. Zieh dein Ding durch und alles Gute, liebe T.
Dankeschön. Übrigens, Domian, könntest du mal das, also dieses kleine Figürchen da vorne ein bisschen zur Seite schieben? Freecall kann man nicht richtig lesen. Nein, das werde ich nicht zur Seite schieben. No. Weil das extra da steht. Damit man Freecall liest? Damit man nicht dieses dumme englische Wort Freecall da lesen soll. Ach so. Weil ich ja ein Hasser der Anglizismen bin. Aber dieses Schild hat sich hier nun mal so ergeben, dass hier das Schild steht. Ja. Schön wäre es, wenn da Stunde Gebühren frei, ne? Oder so. Ja, okay. Okay, das ist der Sinn des kleinen Hörschiffs. Auf Wiederhören. Ja, und tschüss. Viel Glück noch weiterhin bei deiner Show. Ich finde sie echt super. Danke, das ist sehr lieb von dir. Tschüss. Ja, tschüss. So, ich glaube, jetzt haben wir unsere Melanie wieder. Stimmt das? Ja. Du warst plötzlich weg gerade, Melanie. Ja, irgendwie war alles tot danach. Also der verheiratete Mann. Wir waren stehen geblieben, dass du fragtest, ob er mir erzählt, dass es mit seiner Frau scheiße ist. Ganz genau, mit der Sexualität. Hat er dir das erzählt? Naja, so konkret hat er es nicht gesagt. Er hat halt nur gesagt, dass er seine bestimmten Neigungen halt so mit ihr nicht ausleben kann, weil es halt nicht ihre Neigungen sind. Was sind das für bestimmte Neigungen? Er ist halt schon recht dominant. Dominant, das kann er bei dir ausleben? Ja, auf jeden Fall, ja. Hm. Du bist devot, etwas devot veranlagt. Gibt es da auch eher harten Sex zwischen euch beiden? Ja, nicht nur, aber zum größten Teil. Ja, wir gehen auch jetzt schon zweimal, waren wir jetzt schon im Pärchenclub und so. Ach so. Mhm. Haben auch schöne Lackklamotten dafür gekauft. Und dann so, ist das natürlich eine starke Triebfeder vermutlich bei ihm. Ja. Das erklärt das aber auch noch mehr, dass sich das sehr kapriziert auf das Sexuelle. Ja, aber das so ganz ist es nicht. Also ich fühle mich zumindest nicht irgendwie benutzt oder so. Mhm. Weil das ist es halt nicht nur, wir telefonieren auch jeden Tag und so und da reden wir nicht über Sex. Also deswegen... Das weißt du, was du tun musst? Ja. Wenn der dir damals das gesagt hat, ihr habt ein Abkommen geschlossen, dass du ihm sagen sollst, wenn du anfängst, dich in ihn zu verlieben, dann tu das jetzt. Aber dann ist es vorbei. Dann ist es Gott sei Dank vielleicht jetzt vorbei. Dann ist Gott sei Dank. Nein, da ist der Schmerz vielleicht geringer, als wenn du dich jetzt noch 4-5 Monate quälst, dich noch mehr in ihn verliebst und es dann sagst. Ja, vom Prinzip her hast du ja recht. Ich sage das jetzt, um noch mehr Schaden zu vermeiden, als Schadenvermeidungsstrategie. Ja. Vielleicht ergeben sich ja Zeichen und Wunder, dass er irgendwie auch auf dich eingeht. Ich glaube das nicht. Wenn er dir großartig erzählt, er hat die Frau seines Lebens gefunden. Nee, ich glaube es auch nicht. Und das hältst du nicht aus, Melanie, nur mit dem eine solche Beziehung zu haben. Ja, das ist richtig. Das wäre alles wunderbar, wenn du für dich abgeklärt sagen würdest, ich mag den, ich finde den sehr sympathisch, ich habe mit dem tollen Sex, aber ich will den gar nicht haben. Dann könnte das sicher sehr lange laufen. Aber in dem Moment, wo du angefangen hast, dich zu verlieben, war es vorbei. Ja, du hast ja recht. Das weißt du wahrscheinlich auch und das ist immer so hart für einen selbst, wenn man auch genau weiß, dann konsequent zu sein. Ne? Ja. Und ich befürchte, so konsequent bin ich auch nicht. Ich glaube schon, irgendwann wirst du sein, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dann wirst du es ihm sagen und dann eskaliert alles. Ich war jetzt auch am Wochenende schon ganz kurz davor, aber ich habe mich dann doch zum Glück nicht getraut. Na, ich sage nicht, ich sage leider nicht getraut und nicht zum Glück. Also wenn du jetzt schon kurz davor warst, garantiere ich, das dauert nur ein paar Wochen, dann sagst du es. Und das ist auch gut so. Ich denke auch, wenn ich das nächste Mal sehe, dann rutscht es mir bestimmt auch automatisch raus, weil ich dann so glücklich bin oder so und dann sage ich es irgendwann. Sag's ihm und dann kommen vielleicht harte Zeiten auf dich zu, vielleicht. Dann rufe ich nochmal an. Rufst du nochmal an, genau. Liebe Melanie, alles Gute. Danke dir. Tschüss. Haben wir eigentlich eine Pause gemacht? Ich glaube nicht. Wir machen eine kleine Pause. 1.47 Uhr. Eine ganz kleine Pause heute, nur 1.48 Uhr, 30 Sekunden, Radio 1 Live hier, das ist WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian und heute Nacht heißt unser Thema verbotene Liebe. Wenn ihr eine verbotene Liebe lebt im Moment oder hattet, könnt ihr mich gerne anrufen, mir davon erzählen, 0800 5678 111 oder faxen unter 0800 5678 110. Ein Fax habe ich bekommen. Und zwar lese ich hier von Ralf. Hallo Jürgen, mich hat beeindruckt, wie einfühlsam du mit der Anrufer Jacqueline zu dem Thema peinliche Vorlieben neulich geplaudert hast. Du erinnerst dich bestimmt, sie erzählte von ihrer heimlichen Leidenschaft, gerne mal ein paar Tropfen in den Slip zu pinkeln, wenn sie am Wochenende mit Freunden in einer Disco oder Kneipe unterwegs ist und dabei auch eine erotische Spannung empfindet.
Dabei wollte sie wissen, ob es wohl noch mehr Menschen gibt, die so ähnlich wie sie empfinden. Ich bin 37 Jahre alt, heiße Ralf und ich habe auch diese unheimliche feuchte Neigung. Bei dem Gedanken, mir in die Hosen zu pinkeln oder es bei jemandem zu sehen, der es selbstbewusst und ohne Zwang freiwillig in die Hose laufen lässt, fängt mein Herz an zu rasen. Diese Gefühle begleiten mein Leben schon seit frühester Jugend und am Anfang dachte ich auch, wie deine Anruferin, ich sei damit ganz alleine auf der Welt. Und dann beschreibt der Ralf hier noch, dass er ein Internetforum gegründet hat für Gleichgesinnte und sagt, was ich fast gar nicht glauben kann, aber so ist es offensichtlich, dass täglich 500 bis 900 Besucher sich dort verzeichnen lassen und dort auftauchen. Viele liebe Grüße, in Klammern, wie wir sagen, feuchte Grüße von Ralf, dein Fan Ralf. So, das war nochmal Rückblick auf die Sendung Peinliche Vorlieben. Heute haben wir das Thema verbotene Liebe und ich bin verbunden mit Ali und Ali ist 21 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, hallo Domian. Hallo Ali. Was ist los? Welche verbotene Liebe hast du? Es geht um Folgendes. Also ich komme aus Kassel. Ja. Und meine Freundin kommt aus Krefeld. Ja. Wir sind beiderseits eine muslimische Familie, also meine Familie und ihre Familie auch. Und wir führen eine Beziehung, die, wie soll ich sagen, geheim ist. Warum ist die geheim? Also schon, also wie gesagt, da meine Familie und ihre Familie auch muslimische Familien sind. Und das hängt auch alles mit der Erziehung zusammen. Also sie wurde streng erzogen und ich auch. Ja, aber da ist es doch wahrscheinlich dann nicht so kompliziert, als wenn jetzt deine Freundin eine Deutsche wäre. Dann wär's wahrscheinlich Das wäre dann noch komplizierter. Das wäre noch komplizierter, genau. Ja. Was macht denn das Komplizierte hier aus? Warum ist es geheim? Warum dürfen die Familien das nicht wissen? Also von meiner Seite aus wäre es ja nicht so schlimm, aber bei ihrer, also bei ihren Eltern wäre das irgendwie, wie soll ich sagen, das hängt alles mit der Ehre zusammen, ne? Das also, musst du uns mal so erklären, die wir dann nicht uns so auskennen. Erstmal noch eine Frage, wie alt ist deine Freundin? Sie ist 21. Auch 21. Auch 21. Ja. Und ihre Eltern denken, also falls ihre Tochter jetzt irgendwie mit einem Typen zusammen ist, jetzt wie bei mir mit einem Türken, dass halt irgendwie was Schlimmes mit ihr passiert. Zum Beispiel auch ein großes Thema, diese Jungfräulichkeit. Also dass ich jetzt irgendwie mit ihr, zum Beispiel auf gut Deutsch gesagt, in die Kiste springe und sie dann irgendwie nach 2-3 Tagen rausschmeiße. Und da spricht natürlich rum im Umkreis, ne, bei ihr. Aber was wollen die Eltern denn? Sie wollen doch eigentlich auch einen Landsmann haben für ihre Tochter. Ja. Wollen die Eltern das denn selbst bestimmen, wer der Mann ihrer Tochter sein wird? Ja, also auf den Punkt gebracht wäre es genauso, also die Eltern wollen also die 100% das letzte Wort haben. Letzte Wort. Die Eltern wollen sagen, wahrscheinlich haben die sich schon einen ausgeguckt, kann das sein? Ja. Und die wollen dem Mädel nicht die Freiheit lassen, dass sie sich selbst entscheidet. Ja, und also falls es auf den Punkt kommen sollte, also die Eltern würden sagen, du heiratest mit denen und dann hat die Sache. Genau. Schluss, aus, basta. Und dass du auch türkischer Abstammung bist, interessiert die relativ wenig. Das interessiert die relativ wenig, ja. Weil ihre Eltern wollen nur das Beste für ihre Tochter haben, aber sie können ja auch nicht so richtig nachempfinden, was die Tochter eigentlich im Moment fühlt. So ist es, ne? Die wollen immer das Beste, aber die wissen ja nicht, was das Beste ist für die. Ja, also sie fragen eigentlich eher weniger die Tochter nach ihrer, also was sie im Moment empfindet. Den Eltern geht es um sich selbst. Den Eltern geht es einfach nur in der ersten Linie, Tradition. Welche Familie hat das meiste Geld? Und also welche Familie würde meine Tochter auf jeden Fall nicht so schlecht behandeln und so weiter und so fort. Ihr Armen, wie macht ihr das denn bloß? Erstmal diese weite Entfernung, Kassel-Krefeld? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Meine Eltern wissen es ja auch nicht. Und ich fahre an einem Tag, sage und schreibe, 500 Kilometer. 250 Kilometer hin, 250 zurück. Und wo trefft ihr euch? Also wir haben da unsere geheimen Plätze, wo wir uns treffen, also außerhalb der Stadt und so. Ne? Ja, aber immer sehr kompliziert, immer entweder im Freien oder... Also ich fahre hier morgens früh immer um 19 Uhr los, ich bin um 12 Uhr da, wir gehen bis 2 Uhr irgendwo spazieren, dann fahre ich auch wieder zurück. Habt ihr schon mal miteinander geschlafen? Nein. Nein. Aber es gibt schon Zärtlichkeiten und ihr habt euch geküsst doch schon mal. Ja, ich sag mal so, für eine richtige Beziehung gehört natürlich auch Sex dazu. Findest aber du, da ich, aber da ich sie natürlich vom ganzen Herzen liebe, ist mir das auch relativ egal. Ja. Wie lange läuft das jetzt schon so? Das läuft ungefähr seit einem halben Jahr so. Seit einem halben Jahr. Und wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt und wo ihr das so weit auseinander wohnt? Wir waren auf einer türkischen Hochzeit und also ich bin selber erstaunt, dass ich überhaupt so eine Aktion gebracht habe. Ich habe es eigentlich total ganz geheim angesprochen.
Und also ich hatte auch wirklich richtig Glück, dass sie jetzt nicht gleich ihre Brüder geholt hat und irgendwie gesagt hat, hier, der Typ macht mich hier an oder so. Hätte auch nach hinten losgehen können, ne? Ja, ja, ganz ja, genau. Ja. Aber da ich im ersten Moment auch, also der erste Gedanke ist auch immer der richtige, ne? Ja, ja, meistens. Ich bin direkt da hingegangen und habe ich gesagt, ja, so und so sieht's aus. Und sie, sie hat gut reagiert. Ja, und sie hat auf jeden Fall positiv darauf reagiert und hat gesagt, ja, okay, wir können es mal probieren. Könnt ihr denn überhaupt telefonieren miteinander? Hat jeder von euch ein Funktelefon? Geht das? Oder kontrollieren das die Eltern auch, wer da anruft und mit wem sie telefoniert? Also manchmal, wenn ihre Eltern nicht zu Hause sind, rufe ich sie natürlich an. Sie rufen bei mir auch ab und zu an, aber jetzt die ganze Zeit so übers Handy und übers Telefon, das ist auch immer so eine Sache. Ne? Also weil irgendwo fehlt auch die körperliche Nähe. Ne? Natürlich, natürlich. Das ist klar. Das klingt ja richtig heftig und richtig schlimm. Ja, Welchen Ausweg? Gibt es überhaupt eine Hoffnung? Eine Hoffnung wäre, also es geht natürlich alles auf Umwegen. Also ich muss dann erstmal zu meinen Eltern gehen und muss ihnen sagen, hier, ich habe so und so ein Mädchen gesehen. Mhm. Meine Eltern fahren dann zu ihren Eltern. Mhm. Ihre Eltern gucken mich an und sagen, okay, je nachdem, der Typ gefällt uns oder nicht. Mhm. In welcher Zeit leben wir, Mensch? Ja, ich erzähle, ja, das war ist vor 100 Jahren, 200, 300 Jahren war das so. Ich blick da auch gar nicht durch. Ich weiß gar nicht, was das Ganze soll. Also ich werde auf jeden Fall meine Kinder nicht so erziehen. Ja, hoffentlich. Ja. Sag mal, Ali, wäre das denn vielleicht nicht trotzdem, ich meine, wenn es nun mal schon ist, es ist nun mal so, wie es ist, wenn du trotzdem erstmal deine Eltern einweihen würdest, dann könnte das Mädel zum Beispiel vielleicht auch zu euch nach Hause zu Besuch kommen. Oder geht das auch nicht? Das wäre dann auch irgendwie ein Problem bei ihr, weil... Verstehe. Aber warum geht ihr dann nicht diesen traditionellen Weg? Du weihst deine Eltern ein, deine Eltern nehmen Kontakt mit den Eltern auf. Ich meine, das ist alles ein bisschen sehr, sehr an Haaren herbeigezogen und altbacken. Aber wenn es dann nun mal so ginge, warum macht ihr es nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß echt. Ich meine, so kann es ja nicht weitergehen. Die andere Alternative ist, dass ihr euch vollkommen von euren Familien abtrennt und abhaut, ne? Ja, das wäre natürlich, aber sie hat auch gesagt, ich glaube nicht, dass so eine Aktion bringen kann, weil meine Eltern würden mich da auf jeden Fall verstoßen. Mhm. Und, also ich könnte denen nicht nochmal ins Gesicht schauen. Mhm. Ich könnte auf jeden Fall nicht mal zurück nach Hause. Ich würde mein ganzes Leben wegschmeißen. Stell dir vor, es klappt mit uns beiden nicht. Ja. Zu wem hast du denn... Nach ein paar Jahren, dann kann ich auch nicht nach Hause zurück. Dann bin ich halt, stehe ich ohne gar nichts. Ja, ja. Ne? Zu wem hast du den besseren Draht? Zu deiner Mutter oder zu deinem Vater? Also bei mir? Ja, bei dir. Hm? Also ich habe auf jeden Fall zu meiner Mutter einen besseren Draht, ja. Wäre es denn vielleicht möglich, dass du mit ihr erstmal redest? Könntest du so ganz vertraulich mit ihr darüber sprechen, über das Problem? Ja, ich weiß aber nicht, wie sie darauf reagieren würde. Deswegen, ich würde wahnsinnig gerne mit meiner Mutter darüber reden. Ich glaube ja immer noch, obwohl ich auch schon viel das andere gehört habe, daran, dass man doch dann zu den Kindern steht, auch in den Familien. Ja. Auch, dass man dann gemeinsam überlegt, das Beste für beide das Beste hinzukriegen. Mhm. Ich weiß nicht, das ist ja so schlimm, wenn ihr beide euch lieb habt. Ja. Darf man ja so eine Liebe nicht einfach wegschmeißen, nur weil es Traditionen gibt. Das geht doch nicht. Ja, das stimmt. Also musst du alles versuchen, jetzt vielleicht auch auf dem Weg der Tradition, das zu bewerkstelligen. Versuch es doch einfach. Also meine größte Angst liegt da, dass ihre Eltern auf jeden Fall Nein sagen werden. Mhm. Weil ihr zu arm seid, oder? Nee. Also wir sind eigentlich eine gute Familie. Wir haben auch, ich sag mal, ich will jetzt nicht prahlen, aber... Ich meine, das nötige Geld haben wir und so weiter und so fort. Also uns fehlt eigentlich gar nichts. Und warum meinst du, dass die Nein sagen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind die schon darüber wütend, wenn die wissen, dass ihr schon Kontakt miteinander hattet. Das dürfen die gar nie erfahren, ne? Das dürfen die nie erfahren, nee. Aber wie wollt ihr denen das denn erklären, dass ihr euch, wo habt ihr euch kennengelernt? Also wie schon gesagt, wir haben uns auf der türkischen Hochzeit. Nee, aber wie also wenn sie uns darauf ansprechen. Ja, genau. Und deine Eltern fahren dahin, was sagen die denn? Woher kennen die Kinder sich? Dann sagen meine Eltern, also unsere Tochter hat eure... Also unser Sohn hat eure Tochter gesehen. Ach, nur gesehen, vom Sehen raus. Nur gesehen. Ja. Und das läuft alles auf diese, wie soll ich sagen, auf diese langsame Basis, ne? Also auf den langsameren Weg. Mach also wir können jetzt nicht einfach reingehen, so unsere Tochter hat ihren Sohn kennengelernt und so weiter und so fort. Ja. Mach es. Ich meine, das wäre das Allerbeste. Wenn es dann funktionieren würde, hättet ihr beide Familien hinter euch und es wäre gut, ne? Ja, ganz genau. Also es kommt, also... Meine Eltern, also die würden sich auf jeden Fall nach mir richten. Die würden auch sagen, Junge, wenn das mich da aussucht, dass wir akzeptieren das. Mhm. Das würden sie auf jeden Fall sagen. Mhm. Aber es kommt ganz darauf an, ob ihre Eltern auch ihr zustimmen. Also aber warum hast du dann doch, du hast gerade gesagt, du weißt nicht, wie deine Mutter reagiert. Du hast dann doch ein bisschen Sorge, dass sie abweisend reagiert? Also meine Mutter würde es bestimmt akzeptieren, weil es geht ja letztendlich um mein Leben. Mhm.
Ali, red mit deiner Mutter, wenn du so ein Verhältnis hast, und beraten mit ihr auch, was zu tun ist. Ja, ich habe mit meiner Mutter schon über so viele Themen gesprochen, so. Aber also dieses Thema habe ich noch gar nicht angesprochen. Ich würde es machen. Wenn du dir sicher bist, dass du das Mädchen sehr gerne hast, versuch alles. Natürlich musst du das mit ihr vorher abstimmen, das ist klar. Ne? Ja. Ja. Toi, 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 alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Ali. Alles. Danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Michael Jansen. Morgen sind wir wieder da. Ich hoffe pünktlich im Radio und im Fernsehen um 1 Uhr. Dann wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen.